Leute, ich bin zutiefst betroffen. Nicht nur der Wisca Barça hat Probleme, es gibt noch Leute da draußen, die haben noch viel größere Probleme als Wisca Barça. Er hat 200.000 Euro verschenkt oder wurde um 200.000 Euro betrogen. Ich habe hier jetzt eine Familie gefunden, die wurden um 8 Millionen D-Mark bzw. 4 Millionen Euro betrogen. Das trifft mich zutiefst und darüber möchte ich auch gerne berichten. Aus meinen rückblickenden Erfahrungen ist das viel einfacher, wenn man von unten langsam alles nach oben aufbaut und man ist oben und dann kommt der Bums und man wieder rückwirkend nach und nach alles wieder verliert, denn dann weiß ich, wie das da oben war. Also das spielt die Risikoleiter, das ist wie wenn du bei Merkur Risikoleiter spielst, da fängst du ja auch bei 15 Cent an und kannst bis 140 hochdrücken. Die will nicht direkt, dass die Leiter hochspringt von Ausspielung auf 140, sondern die will langsam, die will selber drücken. Nach dem Lotto-Volltreffer von knapp 8 Millionen D-Mark hat Focus TV die Familie über viele Jahre begleitet. Man beschwert sich immer in Deutschland hier über diese ganzen Großfamilien, weil die, sobald einer Geld hat, wollen die mit dem gut sein, bieten ihnen Schutz an, aber was hat Focus TV gemacht? Die haben die sogar arm gemacht. Aber Großfamilien, das sind Araber, die halten dich reich. Die gehen mit deinem Geld um, nicht du selber. Aber Focus TV macht dich direkt arm. Die brauchen jede Woche neues Equipment, weil die immer auf die Fresse kriegen von irgendwelchen Arabern, wenn die die aufnehmen wollen. Und jetzt hat die einfach die Familie arm gemacht. Die gucken dabei zu, wie die arm werden. Die freuen sich. Hauptsache, die machen auch ihre Klicks. Eine hauseigene Kartbahn. Damals ein Geschenk für die beiden Söhne André und Marcel. Das Geld wird knapp. Dafür gibt's jedoch reichlich Neid, Hass und Streit. Ich glaube ganz ehrlich, die haben ihr Geld bei Mario Kart verzockt und das bestimmt noch auf ihrer eigenen Kartbahn. Mario Kart. Damals ein Geschenk für die beiden Söhne André und Marcel. Chronik eines fortschreitenden Niedergangs. Recht schnell zeichnet sich ab. Außenstehen mag das ja viel sein, 8 Millionen Mark, aber im Urlaub waren wir nicht. Da ist der Hass der Mitschüler und so. Nicht nur die 8 Millionen D-Mark verloren, der Junge hat auch noch das Reden verlernt. Die haben seine Zunge irgendwo in China auf den Schwarzmarkt verkauft, damit die ihre Schulden bezahlen können. Ey, das tut mir aber wirklich leid. Warum machst du ein Video darüber? Kaum hatten die Buberts damit begonnen, Teile ihres Millionengewinns zu verschenken, rollte eine regelrechte Lawine von Schnorrern über sie hinweg. Ich kenne das aus dem Tipico. Sobald du was gewonnen hast, ist jeder da drin dein Freund. Wenn man sieht, was da für Arbeit ansteckt. Ja. Der hat eine richtig steife Nippel, sehe ich gerade. Ich glaube, der ist auch famegeil bestimmt. Deshalb, die Kamera macht ihn richtig horny. Menschenkind natürlich auch so einen Blödsinn gemacht. Und da habe ich gesagt gehabt, ne, weißt du was, da kann... Der Esel wird einfach im Video geküsst, aber die eigenen Kinder nicht. Ich glaube, die haben ihren Esel mehr lieb als ihre Kinder. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ey, ich kann euch eins sagen, den Text hat aber nicht Sammy geschrieben. Achim, wenn du wirklich einen guten Text über deinen Esel willst, melde dich bei Sammy. Der macht dir einen guten Preis. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll. Nicht nur du hast die Nase voll, sondern der Ex-Moslem, der hat auch die Nase voll mit Koks. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll. Ja, ich habe die Nase voll. Diese Produzenten, kennt ihr das? Wenn ihr extra so die Hand vorm Mund tut, weil ihr eigentlich mies Lachkick schieben müsst, aber ernst bleiben müsst in einer Situation, dieses hier so. Wenn zum Beispiel der Lehrer euch anschreit, dann immer dieses, ja, ja. Aber man muss eigentlich eine miese Fresse ziehen und sich kaputt lachen. Der Typ, der Produzent sitzt da genauso. Guck mal, wie Focus sogar noch an den ranzoomt, weil die den bloßstellen wollen, weil er über die eigentlich lachen musste. Hey, die von Focus sind auch dreckig, ich schwöre es euch. 526 Klicks habt ihr und das in einem Monat. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn du das mal hochrechnen würdest über ein Jahr, dann wärst du vielleicht auf 5000 Klicks. Der Arme, der hat aber nicht so viele Abonnenten wie der Wisca Barça. Ich schaff es nicht. Ich fuck mich richtig ab heute gerade. Gar keinen Spaß mehr. Ich schwöre, fuck mich jetzt gerade ab. Ein Humor-Shop. Ey, warte mal. Was für Fiction-Lieder, Alter. Guck mal, der arme Typ. Ne? ABK meckert immer rum. Der Typ macht auch schon seit 8 Jahren YouTube. Wer soll ich jetzt pushen oder was? Ja, push den doch. Guck mal, der macht auch schon richtig lange YouTube. Der hat doch Fokus, Bruder. Ja, aber die pushen den doch nicht. Die drehen doch mit dem. Die haben seinen Kanal nicht mal richtig eingeblendet. Und wenn ihr auch diesen Virus habt, dann lasst euch vereinen. Ey, welchen Virus meinen die? Die meinen, glaube ich, HIV. Bitte einfach mal so die, ja, die Arme nach hinten kreisen und vor allem die... Ey, wie die eine sich bewegt. Ey, die gibt sich, die ist richtig motiviert.
Ja, Limata, bitte, ich spule jetzt vor, ich habe keinen Bock mehr. Ich würde aber was Peppiges bringen. Ich würde mal richtig so einen Schmatz hier rausbringen. Wenn du schon richtig in Diskotheken auftreten willst, dann würde ich richtig was machen. Wieder den Autotune andrehen will, lass den doch. Lass ihn doch 90er-Style machen. Man kann ja auf viele Wege Geld verlieren. Das ist ja bei denen sogar noch schlimmer als bei Wiscabasa.